Da kommt schon ein Baum angelaufen. Ich glaube, mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Es gibt wirklich so viele verschiedene Monster, die man hier antreffen kann. Herzlich willkommen bei Minecraft Nero. Hallo! 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 Hallo. 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 Seid herzlich willkommen bei Nero! Ja, geil! Das macht ja alles. Ja, Start Moin, rot, geh mal runter, würde ich sagen. Ja, Start rot! Hallo, hallo, Team Grün auch! Wollt ihr mich schicken? Nein, ich komm nicht raus! Ich mach euch kaputt jetzt. Können wir schon jemanden umbringen? Please get wrecked, killed. Ich liebe euch, ab und herunter. Ich bin richtig süß. Murph, weißt du, wo das Männer ist? Männerbrüste. Was? Weißt du, wo das ist? Dummer Pisser, kleine Penis. Team Grün macht sich, glaube ich, auch langsam auf den Weg. So Leute, ja, willkommen auch nochmal von mir zu Minecraft Nero. Ja, das ist das neue Projekt, das ich auch schon vor ein paar Tagen euch so ein wenig angekündigt hatte. Und das Geräusch, das ihr gerade hört, das wird, das kommt immer dann, wenn man irgendwie ein Level up ist. Und wir folgen jetzt einfach mal den anderen, denn wir müssen zu den Portalen laufen. Zu den Portalen, die uns zu den Städten bringen. Und diese Städte sind relativ weit voneinander entfernt. Deshalb müssen wir diese Portale wirklich auch mal nutzen. So, ich muss jetzt kurz gucken, dass ich auch in die richtigen Portale laufe. Das ist... Ist das das richtige Portal? Leute! Da ist schon jemand gestorben! Mr. Moore ist schon gestorben. Heftig. Oh, oh, oh. Wo ist denn... Da kommen meine Leute aus Team... wollte ich schon sagen, aus Stadt Grün. Hallöchen, Hallöchen. So, jetzt stehen wir hier alle. Und ich glaube, jeder fragt sich so, was ist hier los? Ich wollte ganz gerne heute die erste Folge so ein wenig nutzen, um ein wenig auf das Projekt einzugehen, so ein paar Sachen zu erzählen. Deshalb ab der zweiten Folge dann mit anderen zusammen. Aber jetzt bin ich erstmal am Schauen, was jetzt hier gerade los ist. Kämpfen? Ja, wir könnten jetzt schon theoretisch kämpfen. Aber irgendwie... Irgendwie chillen wir hier alle gerade noch. Da vorne ist auf jeden Fall ein Portal. Und das Gebäude hier ist auf jeden Fall richtig heftig gebaut. Also Respekt an die Pixelbiester. Und auf jeden Fall schaut mal... Oh, oh, da kommt schon ein Baum angelaufen. Da kommt schon ein Baum angelaufen. Ich glaube, mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Es gibt wirklich so viele verschiedene Monster, die man hier antreffen kann. Kranim, mein Stadtkollege. Du kannst doch nicht den Baum angreifen. Wie er durch die Luft geflogen ist einfach. Und es sterben noch mehr. Das Ding ist, es gibt wieder eine Todesregel. Und ich finde, das mit der Todesregel mega spannend. Das ganze Projekt wird dadurch mega spannend. Denn man muss, wenn man nicht wiederbelebt wird, wenn der Grabstein nicht zum Friedhof kommt, dann muss man theoretisch, das ist... Ach, da vorne ist ein Portal für Team Rot. Wenn man nicht den Grabstein von jemandem aus der Stadt zum Friedhof bringen lässt, da muss man eine Folge aussetzen, was natürlich mega schade ist. Und ich möchte jetzt nicht so wie damals bei Minecraft Hero, wie es dann mit dem Sandwurm war. Oh Gott! Nein! Nein, 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 nein! Wie es beim Sandwurm war, beim Sterben! Und jetzt werde ich hier schon verfolgt von irgendwelchen Viechern, die so richtig schnell laufen können. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leute! So, hier sind wir, endlich im richtigen Portal. Willkommen in Stadt Grün! Yeah, Leute, die ersten Blicke auf unsere Stadt. Es gibt hier schon so ein paar Gebäude, die hier errichtet wurden. In Stadt Grün, ich kann das mal eben vorstellen, ist Nilo, Krancrafter, Petrit und Stegi und Tim. Wo die beiden gerade sind, weiß ich nicht. Aber wir sind schon mal zu viert hier. Das finde ich ziemlich nice. Und ich achte jetzt gerade mehr so auf die Stadt und dass ich nicht sterbe, als auf den Chat. So, schauen wir uns doch mal ein wenig um. Das sieht doch hier... Oh, wir können uns hier erstmal an den Tisch setzen. Hier gibt es schon wieder ein bisschen was zu mampfen. Aber wir hatten gerade in dieser großen Runde da auch schon lecker Sachen. So, und die Zeit muss ich auch ein wenig im Blick behalten. Denn eine Folge darf, wenn man sie nicht irgendwie übermäßig bearbeitet, so 20 Minuten lang sein. Ich hole mir jetzt auch erstmal, genau wie die anderen hier, ein wenig Holz, damit ich schnellstmöglich irgendwie an eine Waffe rankomme. Ihr habt es ja gerade schon gesehen vielleicht, also die ganz aufmerksamen Zuschauer, die haben eben gerade schon gesehen, dass mein Skin sich ein ganz bisschen geändert hat. Ich hatte da schon mal auf Twitter vor längerer Zeit, also vor längerer Zeit heißt bei mir vor 2 Wochen in etwa,
gefragt, ob ich den einen Skin da nehmen soll. Und ja, da haben viele gesagt, das soll ich mal machen. Ich habe den jetzt mal auf Test drin. Das ist ja ein etwas abgewandelter Skin. Da werde ich vielleicht noch mal ein paar Sachen dran verändern. So, die Farben vom letzten Skin sind auf jeden Fall wieder mit drin. Rot, grün, gelb und blau. Und ich finde den auf jeden Fall ziemlich schön. Ich habe schon ein Schwert, aber Dankeschön. Wir müssen jetzt auf jeden Fall uns hier ein wenig equippen. Also ich würde sagen, wir haben jetzt noch ein wenig Holz. Was machen wir mal am besten? Gehen wir direkt irgendwie auf Höhlentour? Wollen wir mal direkt gucken, ob wir eine Höhle finden? Oh, guck mal, man bekommt Geschwindigkeit im Wasser. Ich habe gerade Schnelligkeit bekommen. Ich muss mich auch ehrlich gesagt auch noch mit dem Modpack ein wenig weiter auseinandersetzen. Wir nutzen ja hier zum Beispiel das Nevermind Modpack und ja, ich bin jetzt noch kein Profi bei diesem Modpack, von diesem Modpack und deswegen haben die schon eine Spitzhacke. Ja, natürlich. Das ist auch schon Kohle. Das finde ich natürlich klasse, aber ich laufe hier gerade mehr hin und her. kommt noch, Leute. Die produktiven Phasen, die kommen noch. Keine Sorgen. Ich möchte einfach nur nicht sterben heute. Nur nicht sterben. Oh, guck mal hier. Der Baumstamm hat auch eine etwas andere Form. Also hier gibt es auf jeden Fall sehr viel zu entdecken. Auch gerade, wenn ihr mal hier durch die Seiten blättert. Huiuiuiuiui. Es gibt da so viele Sachen. So viele Sachen, die man bauen könnte. Meine Güte. Okay. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Stadttour auch gleich erstmal. Wir gehen vielleicht nicht direkt in eine Höhle. Wir holen uns jetzt nur mal schnell ein Steinschwert, aber danach gucken wir uns erstmal die Stadt ein wenig an. Wenn die anderen hier schon direkt so voranrushen. Guck mal, da hat wieder jemand irgendwie ein Level voll gemacht, deswegen das Geräusch. Ich weiß nicht, manchmal, ich muss mich erstmal, glaube ich, dran gewöhnen. Manchmal denke ich nur so an irgendwie ein Handy oder so, dass da gerade klingelt. Dass da irgendwie eine Nachricht gerade angekommen ist, aber ist dann ja meistens doch nicht der Fall. Das klingt dann eigentlich auch anders. So, gehen wir mal hier wieder raus. So, okay. Dann holen wir uns mal eben ein Steinschwert. Ich möchte nur nicht in der Nacht sterben, wie gesagt. Es wird, glaube ich, schon wieder langsam dunkel, deshalb schnell gutes Equipment holen. Und ich höre hier verschiedenste Geräusche. Klingt auf jeden Fall spannend. So, und es kann natürlich zwischen den Städten Kämpfe geben. Die Städte sind aber sehr, sehr weit auseinander. Ich glaube sogar 10.000 Blöcke. Das heißt, die sind eigentlich nur über die Portale zu erreichen. Oder wenn man sich irgendwie mit irgendwelchen Gadgets auf den Weg dahin macht. Aber, ja, die Städte sind ein wenig vorgebaut. Ihr seht das gerade schon. Hier haben wir ein paar Gebäude. Wir gucken uns jetzt mal unsere Stadt an. Also unsere Stadt hat hier anscheinend diesen riesigen Stadtbogen. Oh, ist das ein Haus oder soll das so eine Art Torbogen sein? Das ist auf jeden Fall der Friedhof da drüben. Wie gesagt, wir gucken uns einfach mal ein wenig um. Hier wird es auch wieder heller. Da drüben sind Stegi und Tim. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr heftig aus. Also gucken wir einmal auf den Friedhof vorbei. Der Friedhof ist auf jeden Fall groß. Hier kommen irgendwelche... Das ist eindeutig ein Friedhof. Da kommen aus den Gräbern irgendwelche toten Geister heraus. Heftig, heftig. Was haben wir hier? Ach, da können wir eine Waffe reinlegen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und hier haben wir ein Boot. Hey, wir haben hier sogar einen Bootsanlegeplatz. Und theoretisch für einen Notfall auch ein wenig Essen. Dann hole ich mir auch direkt mal ein paar Melonen. Nicht alle. Ich möchte das auch nicht, das ganze Stadtbild jetzt irgendwie zerstören. Aber so ein paar Melonen sind, denke ich mal, ganz sinnvoll. Da vorne ist auch irgendwie ein Gegner. Da könnten wir gleich mal vorbeigucken. Vielleicht ist es auch gar kein Gegner. Vielleicht ist das hier... auch ein weiterer Einwohner von unserer Stadt. Ja, das Schiff ist klein, aber fein. Da könnten wir runter. Gucken wir uns mal um. Haben wir hier doch irgendwas? Irgendwas Besonderes? Nee. Aber das haben die Pixelbiester auf jeden Fall hier sehr schön gebaut. Natürlich kann jede Stadt ihr Stadtbild selber noch formen. Das finde ich auch wichtig, dass jede Stadt irgendwo ihr Stadtbild selber noch formt, damit jede Stadt einen eigenen Charakter bekommt. Ein Troll! Ein Troll-Trader! Wer bist du denn hier? Der 250 Herzen. Den greife ich doch noch nicht an. Den greife ich nicht an. Der ist mir irgendwie zu heftig. Dann schaue ich mich lieber hier nochmal ein wenig um. So. Oder, na gut, wir sind jetzt bei 2 Minuten, oder ich gehe nochmal irgendwo in die Wälder hinein, weil es gerade noch hell ist. Aber nee, komm, wir nutzen jetzt nochmal die Zeit ein wenig, um uns hier ein wenig umzustauen. Wir haben hier nochmal ein Haus.
Haben die Häuser jetzt hier großartig eine Funktion? Das weiß ich nicht. Guck mal, hier kriegen wir Bücher. Da können wir hier rein. Können wir uns das durchlesen? Deep into the mountains lies a large city named Foink. Okay, ja, das sind irgendwelche Bücher mit Geschichten. Mal gucken, sind das die gleichen Geschichten? Also hier könnten wir auf jeden Fall ja, viel Zeit drin verbringen. Also setzen wir uns irgendwann mal hier ein paar Folgen hin, so 10 Folgen, und lesen uns die durch die Bücher. Aua, das ist auf jeden Fall interessant. Oder auch nicht, müssen wir nicht machen, Leute. Müssen wir nicht. Ja, was haben wir da? Zum Hafen, genau, zum Hafen. Da waren wir ja gerade schon. So, die Framerate muss ich erstmal wieder ein wenig stabilisieren. Ich muss auch noch mal gucken wegen dem Shader. Ich habe ja gerade einen Shader drin, wie ich das da mache. Was haben wir hier? Wie gesagt, ich schaue mich mal ein wenig um. Hier haben wir ein wenig, da haben wir so eine kleine Kerze. Also man hat sehr viele verschiedene Einrichtungsmöglichkeiten. Ich freue mich persönlich ja schon besonders darauf, wenn mit anderen Städten interagiert wird. Man kann natürlich auch mit Leuten aus anderen Städten aufnehmen. Hier geht es anscheinend nach oben. Ich freue mich auch natürlich darauf, weiterhin diesen... Oh, was haben wir hier? Eine Uhr. Weiterhin darauf, dass es immer so spannend ist, wenn man mal irgendwo im Wald ist und dann nicht sterben möchte. Denn wenn man stirbt, dann verliert man auch die Sachen. Denn die Sachen, die werden nicht im Grabstein gespeichert, sondern die Sachen, die liegen dann um den Grabstein herum und dementsprechend, die spawnen die irgendwann. Wenn ich I drücke, dann habe ich hier oben, das habe ich schon gesehen, gewisse Sachen, die ich aufleveln kann. Das sind spezielle, da kann ich mit den Pfeiltasten durchgehen, das sind spezielle Eigenschaften, sage ich mal, die, wo man sich irgendwie verbessern kann. Ich bin noch nicht wirklich der Schlauste hier bei dem Modpack, wie gesagt. Ich werde in der nächsten Folge mit... Oha! Jo! Das habe ich überlebt! Ich dachte wirklich, es wäre vorbei mit mir. Ich dachte wirklich, es wäre vorbei. Wo bin ich denn hier gelandet? Da ist irgendwie stille Lava. Warum ist die Lava denn hier so still? Das ist irgendeine besondere Lava auf jeden Fall. Alter, Leute. Was machen wir hier? Wir machen gerade voll die Erkundungstour. Oh! Wollen wir da mal hochgucken? Da oben ist eine Truhe. Aber wie kommen wir da hoch? Ich würde das schon gerne wissen, was da oben drin ist in dieser Truhe. Meint ihr, aber wir waren ja schon mal in einer Truhe und da war auch nicht wirklich was drin. Aber egal, wir können ja mal uns hier hochbauen. Nee, da ist nichts drin, okay. Habe ich schon vermutet. So, dann gehen wir mal wieder hoch, würde ich vorschlagen. Dann gehen wir wieder hoch. Guck mal, das ist mein Schwert. Kann man dadurch nicht sterben durch die Lava? Macht die keinen Schaden? Ich weiß es nicht. Das ist voll der Kerker hier, auf jeden Fall. Gehen wir mal wieder hoch. So. Ab der nächsten Folge nehme ich dann mit wem anders auf. Ich denke mal mit dem lieben Krancrafter. Der meint auch schon, er hat sich ein wenig erkundigt über das Modpack. So, es ist sehr hell draußen. Gehen wir doch einfach mal auf Eisentour, wie die anderen auch. Die anderen, wie man im Chat lesen kann, die sind gerade anscheinend auf Höhlentour eher gegangen. Wir haben eine entspannte Stadttour gemacht, das ist, finde ich, wir gehen ganz entspannt in das Projekt hier rein. Wir leben noch, das finde ich toll. Das finde ich wirklich toll. Und Zuckerrohr haben wir hier auch direkt. Wir können das Zuckerrohr eigentlich direkt mal ein wenig... Und guck mal, oh, wir haben... Oh, eine Höhle. Wir müssen es nicht mitnehmen, sondern ich möchte das eigentlich nur neu pflanzen. Dann haben wir da bald mehr. Das war doof. Dann haben wir da schön in ein paar Folgen richtig viel Zuckerrohr. So. Inwiefern hier Verzaubern später noch wichtig wird, das weiß ich gar nicht so genau. Weil... Oh nein, hier ist es dunkel. Ich muss immer daran denken, hier können natürlich immer Monster um die Ecke gelaufen kommen. Also auf jeden Fall eine gefährliche Angelegenheit hier, die wir gerade starten. Da sehe ich auch schon Eisen, okay. Also wir werden auch noch produktiv heute. Finde ich auf jeden Fall... Sehr nice. Oh, das ist ja voll die große Höhle, glaube ich. Also habe ich so... Ich sehe da gar nichts. Ich sehe da gar nichts. Okay, ich habe schon auf hell. Da möchte ich gerne mal runter. Wir können doch eigentlich hier das Wasser von oben reinbrechen lassen. Dann können wir darüber runter. Wartet mal. Ah, Mist, die Fackel ist schon mal verloren. Wir nehmen mal hier so viel Kohle mit, wie geht. Die würde eh runterfallen, das ist mir dann ein wenig zu gefährlich. So. Aber da unten, war da schon mal jemand? Da ist irgendwie... Ach, weil die Fackel da hingefallen ist. Ach, das ist ja cool. Guck mal, wenn ich die Fackel werfe.
Das ist ja cool. Guck mal, dann hat die auch Licht. Herrlich. So. Da kommt das Wasser. Dann kommen wir da schon mal gleich runter. Oh, ich muss die Fackel nur in der Hand halten, um hier was zu sehen. Geil. Okay, hier endet schon die Höhle. Aber wir wissen ja, wo sie weitergeht. Zack, holen wir uns nochmal hier schnell ein wenig Eisen. Oh, das war aber wenig jetzt. Das war aber sehr wenig. Hier ist ja noch mehr. Wo ist das Gold? Nee, Eisen. Bauen wir uns nochmal... Ha, komm, wir holen nochmal zwei Steine ran. Können wir direkt einen Ofen bauen. Denn ich möchte ehrlich gesagt nicht ohne Eisenschwert darunter. Ich habe schon wenig Angst. So, okay, also schnell einen Ofen gebaut. Hingestellt. Eisen rein. Wir können ja nochmal kurz ein wenig Holz holen. Wer weiß, wie lange uns dann plötzlich diese Höhle dann doch verschluckt. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal auf den Baum hier, den kann ich nämlich schön von oben bis unten abbauen. Ist okay. Und zack. Und zack. Haben wir über uns noch Blöcke? Ich weiß es nicht, ich schau gleich mal. Nee, da ist nichts mehr. Oh, guckt mal hier, da habe ich ein Level voll gemacht und da kam auch das Geräusch. Erster Erfolg, juhu, juhu. Okay. Habe ich da unten gerade einen Namen gesehen? Da unten auf jeden Fall, aber... Da eben weiß ich es nicht. So, zwei Eisen. Eisenschwert. So, dann bauen wir uns nochmal hier. Wir haben kaum noch... Doch, da ist noch Kohle. Dann bauen wir uns schnell mal... Oh, hört ihr das? Was war das für ein Geräusch? Also ich kann jetzt nur vermuten. Ich vermute, das Geräusch kommt, wenn eine große Höhle in der Nähe ist. Gucken wir doch mal. Gehen wir mal runter. Wagen wir uns mal in das Abenteuer. Okay, Kohle sehe ich hier. Oh, Leute, die Höhle ist ja riesig. Hier bekomme ich warum auch immer einen... You feel the wind carry... Your benefit. Okay, guck mal, anscheinend weil der Wind hier so pustet. Ich weiß, haben wir gerade so Geschwindigkeit bekommen. Oh, Leute, Leute, Leute. Kohle. Ich hole mir jetzt erstmal nur Eisen. Zack. Oh, die Folge ist gleich schon vorbei. Leute! Obwohl, Leute, ich sehe hier gerade, ich habe ja viel früher angefangen mit Aufnehmen. Insofern war das gerade der mega, mega Fail. Ja. Ja, gut. Like gekommen. Von wo kam ich? Guckt mal, so schnell kann das gehen. Schon hat man die Orientierung verloren. Ah ja, von hier. Ach, herrlich. Ich habe da 3 Minuten nicht... Mann, ey. Weil wir vorhin noch vor der Aufnahme so viel Quatsch gemacht haben, ging die Aufnahme erst später los. Ich höre schon Monster irgendwie Guck mal, da läuft ein anderer auch schon. Weil die denken, die Folge ist schon vorbei. Aber sie ist ja noch gar nicht vorbei. Trollololololol. Ach, Mann. Zack. So, ich hoffe, dass unsere... Eisenblöcke da jetzt nicht wegschwimmen. Zack, oh. Wie nehmen wir die Fackel? Also es ist echt sparend. Wenn wir irgendwie Fackeln mal zu wenig haben, kann man die einfach mal schön in der Hand halten. Das finde ich echt cool. Leider gibt es das im normalen Minecraft nicht. Das finde ich an so einem Modpack natürlich ziemlich cool. Da drüben liegt noch Eisen. Das verschollen gegangene Eisen. Da unten ist bestimmt auch noch was hingespült. Aber da geht es anscheinend tiefer runter. Hier geht es wieder hoch. Da sehe ich Eisen in der Decke. Holen wir uns das doch direkt mal. Zack. Und zack. Da, wir haben schon richtig viel gefunden. Schon 20 Stücke. Kann man machen. Hier geht es runter. Tief runter, aber bestimmt. Ja, ich finde, man fühlt sowas immer so ein wenig. Noch 1 Minute haben wir. Ich finde, man fühlt sowas, wenn man irgendwie in eine Sackgasse kommt. Man kann sich auch mal täuschen in Minecraft, was das anbelangt. Aber oftmals ist es dann, hat man dann doch recht, dass man dann schon vorher sagen konnte, okay, das wird auf jeden Fall eine Sackgasse. So, wir haben jetzt noch 1 Minute und noch einen großen Höhlenabschnitt da vor uns. Wir können mal gucken, ob das nicht auch eine Sackgasse wird. Das geht anscheinend hier richtig tief runter. So richtig tief. Wir haben keine Fackeln mehr. Das finde ich nicht gut. Okay, Leute, wir haben wieder Fackeln. Das sieht auch... Da haben wir irgendwelche... Moment mal, was haben wir hier gefunden? Oh!
Ich glaube, das können wir noch gar nicht abbauen mit unserer Spitzhacke. Okay, Ende ist. Okay, Leute, dann jetzt nochmal. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Bewertung würde mich freuen. Und dann bis zur nächsten Folge. Haut rein und tschö mit Ö.